Freunde, lehnt euch zurück. Es wird entspannt heute. Nicole? Hi. Wie raff ich das nicht? Wir machen es uns heute richtig romantisch. Wir schnitzen. Gleich sind deine Haare weggebrannt. Nee, wir haben ja ein Buch. Ich dachte schon Bescheid, keine Sorge. Aber so ein bisschen glimmen darf's. Wir werden uns jetzt gleich ein paar Stöcker Holz schnappen und schnitzen. Glaubst du, wir bekommen das hin? Ja, voll. Hey, glaubst du nicht? Auf jeden Fall kriegen wir das hin. Da habe ich gar kein Bedenken. Naja, also ich sag mal so, offensichtlich sind deine schon ein bisschen besser geworden beim letzten Mal. Das würde ich so gar nicht sagen. Aber Übung macht den Meister. Freunde sagen immer die Wahrheit. Oder sie sind leise und sagen nichts. Bis die Haare brennen, dann sage ich was. Die Möglichkeit, Holz mit bestimmten Kerben zu versehen, ist eine wichtige Fertigkeit. Sie können sie beim Campen für verschiedene Zwecke einsetzen. Guck mal, jetzt brauchen wir beide lange Stöcker. Du hast doch deine Axt hier, ich will mir jetzt was abschneiden. Übrigens. Ich hasse Anleitungen, es gibt nichts Schlimmeres als Anleitungen. Ja, aber die gibt es aus ganz bestimmten Gründen, meine Liebe. Nämlich für Leute, die keine Ahnung haben. Und zu dieser Art von Menschen gehören wir. Und deswegen müssen wir ja nicht Wort für Wort, es reicht ja, wenn wir querlesen, aber es macht Sinn, wenn wir uns jetzt mal daran halten. Als erstes spitz machen. Boah, ist das hart, ey. Ist das bei dir auch so hart? Ja, dann nimm doch einen anderen. Mach's dir doch nicht so schwer. Es fängt wieder an zu regnen. Ja, genau, das ist, den habe ich auch. Kienspannspähen. Alter, ich muss das mit dem probieren hier. Ich glaube, das ist einfach mein Endgegner. Was mit dem? Hier. Oder? Das fühlt sich an wie Pappe. Ist das Holz? Ich würde das jetzt ganz anders machen. Guck mal, weißt du was? Ich revidiere meine Aussage von vorhin. Ich hasse Anleitungen. Es gibt nichts Schlimmeres als Anleitungen. Ja, aber die gibt es aus ganz bestimmten Gründen, meine Liebe. Nämlich für Leute, die keine Ahnung haben. Und zu dieser Art von Menschen gehören wir. Erstens, die halbrunde Kerbe. Wir sind ja hier nicht im Stress, ne? Wir können uns ja hier entspannen. So, weiter geht's. Zweitens, die V-Kerbe. Also ich finde, das sieht astrein aus. Drittens, die Blockhüttenkerbe. Ja, genau. Ich versuche eine Kante und jetzt versuche ich das ein bisschen auszuhöhlen. Ja. So. Also ich finde, das sieht schon gar nicht so schlecht aus.
Viertens, die Henkelkerbe. Ja, wichtig ist ja, dass du vorne dieses V machst. Mach ich es jetzt hier hin oder mach ich es jetzt hier hin? Mein Monk sagt mir hier, weil so ist es auch auf dem Bild. Und der Monk siegt immer. Freunde der Nacht. Bei mir ist alles abgebrochen gerade. Und dabei hat so gut angefangen. Dafür sieht es bei Sabrina aber umso besser aus. Ist schon fertig mit Arbeiten, oder was? Ich hab fertig. Du hast einfach nur schon wieder keine Geduld mehr, ne? Fertig. Wir haben ein Mäuschen. Das ist ein kleines Mäuschen. Och nein, ach wie süß. Hallo Mäuschen. Hi, Süße. Oh, sieht man dir? Warte. Ihr merkt schon, selbst wenn die kleinen Mäuschen zu uns kommen und sich zu uns gesellen wollen, dass wir zwei ganz sympathische junge Mädels sind. Wir sind auch zwei kleine süße Mäuschen. Oh. Mäuschens. Aber du hast es gut gemacht und du hast es wirklich einfach. Und dafür habe ich zwischendurch ganz viel mit der Axt gemacht. Ist jetzt richtig. Ich kann jetzt hier auch. So. Das jetzt macht Spaß. Kapitel Einkerbungen in Holz schnitzen. Geschafft. Nicole? Ja. 1, 2, 3. Tschüss!